Mach. Okay, kann ich. Und jetzt zünden wir eine Gradkerze, ein sogenanntes Jahrzeitlicht. Es sind sicherlich viele Jahrzeiten vergangen, seit dieser Grabstein wieder errichtet worden ist. Seit dieser Grabstein errichtet worden ist, sind viele Jahrzeiten vergangen und das ist sicherlich bedingt durch die äußeren Umstände so, dass hier sehr lange niemand zum Gedenken gewesen ist. Und so ist es ein ganz besonderer Moment, wenn wir jetzt hier dieses Jahrzeitlicht entzünden. Dann tun Sie das und stellen es am besten in. Sie können es auch hier in die Nische stellen, weil es erfahrungsgemäß. Ja, vielleicht nicht da unten, vielleicht so. Ja, dass es ein bisschen windgeschützt ist. Ja. Sehr schön. Das ist der Brauch, dass man einmal dann eines Tages werdet ihr ihm in diese Richtung folgen. Und es ist so, dass eigentlich auf dem jüdischen Grabstein in hebräischen Buchstaben der jüdische Name des Verstorbenen aufgeschrieben wird, mitunter auch in der Weise, dass auf der einen Seite in lateinischen Buchstaben steht, auf der anderen Seite in hebräischen. Hier haben wir ein schönes Beispiel für die deutsch-jüdische Integration, die es gab im 19. und im frühen 20. Jahrhundert, denn auch auf der Rückseite des Grabsteines ist der Name in lateinischen Buchstaben graviert und die hebräische Inschrift, auf die ist vollständig verzichtet worden. Dafür kann es verschiedene Gründe gegeben haben. Einerseits, dass innerhalb der Familie in Vergessenheit geraten war, wie überhaupt jüdische Namen gewesen sind. Oder aber es ist tatsächlich einfach Ausdruck eines Lebensgefühls gewesen. Ein Mann, der für Deutschland im Ersten Weltkrieg gekämpft hat, eine Familie, die vollkommen integriert war. Wir haben gehört, aus Posen stammten die Vorfahren, ein Großteil der Berliner Juden stammten aus diesem Raum. Und so würde ich wahrscheinlich eher Letzteres vermuten, denn sie hatten ja in dem, was sie herausgefunden hatten über Max Tischler, erwähnt, dass sein Vater Leibel hieß. Also das heißt, da ist möglicherweise in der Familie ein Vorfahre aus dem Stamme der Leviten, Levi, gewesen. Aber darüber gab es offenbar keine Sicherheit und so wurde dieser Name als Vorname. Das hat ihm nicht geblitzt. Jetzt ist ja wieder ein bisschen Sonne.